erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und eigentlich habe ich, nachdem ich seinerzeit den Blog ausgestrahlt habe, fast alle Koi tot, gehofft, dass mir das nie wieder passieren wird, dass ich so einen Blog jetzt live zeigen kann, wo dann tatsächlich die Fische tot sind. Aber ich zeige diesen Blog wieder ganz bewusst. Und das hat einen Grund, warum ich ihn ganz bewusst zeige. Und ich muss wirklich sagen, ich ringe gerade noch um Fassung, weil das, was hier passiert ist, das wünscht man wirklich niemand, weil es hier nicht jemand passiert ist, der unachtsam mit einer Stromversorgung umgegangen ist, der unachtsam mit der Belüftung war, dass er keine Redundanz hatte, also nichts doppelt gemoppeltes, sondern hier hat es jemand gnadenlos getroffen, der eigentlich für seine Fische immer das Beste wollte. Wir sehen hier, das zeige ich Ihnen nachher, einen schönen großen Teich. Ich habe jetzt nicht mal gefragt, wie groß er ist, 70.000 Liter, 50.000 Liter. Und hier nochmal ein Glashaus mit einem gefühlt 20.000 Liter Teich, wo noch ein paar Fische gerade ums Überleben kämpfen. Und im Februar diesen Jahres hat einer seiner Koi, der Bestand war unauffällig, und er hat an einem Fisch gesehen, dass er vorne am Maul angeschlagen war. Hat ärztlichen Rat geholt und der Arzt wird vielleicht auf dem Blog aufmerksam gemacht werden, ich weiß es nicht. Lege ich jetzt das Gelübde ab, ich werde mit niemandem darüber sprechen, wer es war, egal wer mich fragt. Das tut auch überhaupt nichts zur Sache. Ich will mich da auch nicht in den Rechtsstreit einmischen, den es mutmaßlich geben wird. Davon gehe ich zumindest jetzt momentan mal aus. Aber ich will Ihnen sagen, was passiert ist. Dann ist im Februar bei 14, 15, 16 Grad Wassertemperatur, man hat geheizt, war ein angeschlagener Fisch am Maul und daraufhin wurde untersucht und man hat ein bisschen Kostia festgestellt. Und dann wurde das gemacht, vor dem Sandra Lechleiter und ich vor kurzem im Blog noch gnadenlos gewarnt haben. Man hat den Bestand auf 0,73%, sprich an die physiologische Grenze aufgesalzen. Sandra hatte damals erklärt, weshalb es die physiologische Grenze ist. So um die 0,73 ist der Mineralstoffgehalt, der Mineralgehalt in den Zellen. Und wenn ich jetzt das Wasser auch aufsalze, dann bin ich pari. Gehe ich darüber, wird es für die Fische wirklich in der Tat schädlich. Sie hat die Gründe damals erwähnt. Und als mir der Besitzer des Teiches das erzählt hat, habe ich gleich, sage ich, jetzt fangen die Ärzte auch schon an die physiologischen Grenzen zu gehen. Ich weiß, dass in Niigata, hier und dort, wo es immer mal wieder brennt, geht man an die physiologische Grenze. Ich halte es für einen absoluten Schwachsinn. Bei 0,6 ist bei mir absolut Schicht im Schacht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wie hast du das eigentlich gemessen, die 0,73? Ja, mit so einem Salzmeter. Sag ich, du gehst an die physiologische Grenze, respektive es rät dir jemand, an die physiologische Grenze zu gehen und du kommst mit irgendeinem so Kack-Made-in-China-Messgerät? Ich habe mich wirklich aufgeregt. Sag ich, wie kann man sowas tun? Du weißt nicht mal dein Teichinhalt 100%. Ja? Und die meisten, die sagen, ja, ich habe 70.000 Liter, dann wird mal 0,73, zack, dann fliegen da ein paar hundert Kilo Salz rein. So. Februar ist noch nichts passiert. So, dann ging es weiter und irgendwie wurde die Situation dann nicht besser. Und die Frau des Besitzers hat gesagt, die Fische waren irgendwann mal ganz rau, wie wenn keine Schleimhaut mehr drauf sei. So, und das hat sie mich gefragt, kann es am Salz liegen? Sag ich, selbstverständlich, das Salz regt natürlich den Schleimfluss an. Und wenn das Salzgehalt so hoch ist, dann kann es natürlich auch so sein, dass der Fisch vielleicht den Schleim gar nicht halten kann. Ob das jetzt möglich ist oder nicht, dazu bin ich zu wenig Mediziner. Aber ich weiß, dass wenn Fische in hohen Salzkonzentration schwimmen, dass einfach die Schleimhaut nicht mehr ganz dies. Wenn man jedoch eine etwas geringere Dosierung wählt, dann kann es tatsächlich dazu beitragen, dass der Fisch eine bessere Schleimhaut hat. So, dann wurde, jetzt muss ich ganz kurz schauen, weil ich habe mir es dann aufgeschrieben, dann haben einige Wochen danach, sondern am 15.05., das war im Mai diesen Jahres, nach dieser Salzbehandlung, die über 4 Wochen ging, bei 0,73, ja, 4 Wochen lang auf 0,73, wissen Sie noch, was ich Ihnen bei 0,5 empfehle? 10 bis 14 Tage und dann langsam runterdosieren. 4 Wochen lang auf 0,73, dann haben die Entzündungen angefangen. Was mir jetzt nicht sagt, Alparex, da wird Weißpünktchenkrankheit und wahrscheinlich andere Einzeller mit behandelt, hat man eine Alparex-Behandlung gemacht. Nach der Alparex-Behandlung hat man dann mein Lieblingsmedikament genommen, dann hat man Chlordioxid angewandt. Wie oft, weiß ich jetzt nicht, spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber wir sind jetzt eigentlich schon an dem Punkt, wo ein Bestand vollkommen austherapiert ist. Ja? Da werden Sie durch die Behandlung schon wieder dafür sorgen, dass neue Behandlungen notwendig werden, weil die Fische vom Immunsystem irgendwann mal so geschwächt sind, dass auf die Viecher alles geht, respektive das, was auf den Koi schon drauf ist, dass das sich explosionsartig vermehrt. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, das war
Mitte, Ende Mai hat man gesagt, okay, jetzt müssen die Fische gespritzt werden. Jetzt wurde letztes Jahr hier schon mal gespritzt, aber auch bei Gründen, wo ich jetzt, so wie mir es von Kundenseite erzählt wird, wo ich sagen würde, da würde ich noch lange kein Antibiotika einsetzen. Und jetzt wurde mit einem ein Antibiotika gespritzt und dann hieß es, ja, das hilft nicht, bla bla bla. Dann hat man ein neues Antibiogramm gemacht und das neue Antibiogramm hat dann gezeigt, dass das Antibiotika hilft. Dann hat man das nochmal gespritzt, weil der Tierarzt keine Zeit hatte. Hatte man den Kunden gebeten, die zwei Nachbehandlungen, also das Spritzen der Koi, in Abstand wahrscheinlich erster Tag, dritter Tag, fünfter Tag, dass das der Kunde durchführt. Der Kunde hat es dann durchgeführt. Und seitdem sind 18 Fische gestorben, so groß wie die. Kutschaku noch sehr viel größer, 80 cm. Überwiegend Konishikoi, was hier gestorben sind, was es jetzt nicht dramatischer macht. Aber hier spielt sich gerade ein Drama ab. Und dramatisch wird das Ganze. Für mich zwischendrin haben auch die Fische noch abgeleicht. Und ich habe immer die Theorie, also die Fische leichen natürlich zum einen ab, um sie fortzupflanzen. Aber man kennt es ja von Pflanzen, kurz bevor es hinübergeht, wird nochmal geblüht. Und man hat es auch bei Koi schon des Öfteren beobachtet, dass dann, wenn sie wirklich merken, es geht hinüber, dann kann das auch nochmal zum Ableichen stimulieren und dass es dann tatsächlich stattfindet. Und diese Entzündung, genau, und das war davor. Und diese Verletzung, die es durchs Ableichen gab, weil man die ganzen Fische in das 20.000 Liter Becken geschafft hat, diese Verletzung hat man dann versucht mit Antibiotika. Dann hat die ganze Antibiotika-Saga angefangen. Also die Koi hatten hier über ein Vierteljahr alles, was man braucht, wenn man seinen Koi-Bestand wirklich vernichten möchte. Man hat 0,73 Salz, man hat irgendwelche Parasitenmittel eingesetzt, man ist hergegangen und hat Chlordioxid eingesetzt. Dann hat man angefangen, den ganzen Bestand mit Antibiotika, respektive nicht alle Fische, sondern der überwiegende Teil, der jetzt stirbt, hat man mit Antibiotika versorgt. Und irgendwann waren die Fische, wie ich es gerade vorher schon gesagt habe, waren sie austherapiert und es ging nichts mehr. Und jetzt stirbt einer nach dem anderen. Und jetzt kommt die allergeilste Erklärung, die Erklärung, die ich mehr liebe als alles auf dieser ganzen Welt. Dann fängt man an, im Filter zu gucken, ob irgendwo eine Schmutzecke ist. Und diese Schmutzecke wird nachher zum Schuldigen erklärt. Ja? So, dann werden dem Kunden noch WhatsApp geschrieben. Ich habe hier und da, und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich habe in ihren Filter geschaut und dieser Filter ist absolut ungepflegt und bla und seit Jahren ungepflegt. Und das am Ende ist verantwortlich dafür, dass ich hier pathogene Keime gebildet haben, dass die Fische sterben. Aber ich kann Ihnen sagen, und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir uns jetzt hier gleich mal umschauen, hier ist alles so gepflegt, dass ich mir alles vorstellen kann. Nur nicht, dass der Filter ungepflegt ist. Das zum einen. Und zum anderen sage ich Ihnen, wenn diese Theorie haltbar wäre, und in der Natur gibt es für alle Spezialisten, es gibt Spezialisten für Nitrit und Ammonium, es gibt genauso Spezialisten, die Kot abbauen. Und so haben wir ein großes System Koi-Teich, das, wenn wir überall die Spezialisten haben, die wir brauchen, das dann in einem Gleichgewicht steht. Und glauben Sie mir eins, die Spezialisten, die sich auf den Abbau von Kot beispielsweise, weil ich irgendwo eine Schmutzecke habe, auf den Abbau von Kot konzentriert haben, die töten nicht ihre Fische. Und wäre es so, und da gibt es jetzt eine ganz einfache Theorie, die das widerlegt, denn wäre dem so, dann wäre die Aquaristik niemals möglich gewesen. Jeder Aquaristikfilter dieser Welt, gut, mittlerweile gibt es vereinzelte welche, die haben so Papierfilter, so kleine. Genesis hat ja auch Aquaristik-Papierfilter. Wahrscheinlich sind es nicht mal 0,0001 Promille aller Aquarien weltweit, die so ein System haben. Alle anderen haben irgendwelche Töpfe, wo der Kot drin gesammelt wird, wo dann alle 4, 6, 8, 12 Wochen mal rausgespült wird. Wir haben in den Aquarien haben wir dicke, dick Kiesschichten drin. In den Kies geht der Schmutz rein. Ganz richtig tief. Dann geht man zwar immer wieder mit der Mulmglocke her und saugt das Ganze ab. Ja, glauben Sie denn, man kriegt da 100% raus? Und jetzt fragen Sie mal einen Aquarianer, wie oft er das macht. Also wäre die Theorie haltbar, dass die Bakterien, die auf der einen Seite den Kot zersetzen oder die den Kot als ihren Nährstoff, als ihre Nährstoffquelle haben, würden diese Bakterien unsere Fische töten, wäre die Aquaristik absolut nicht möglich. Und ich sage Ihnen noch eins. Wenn das mit den Schmutzecken und mit dem Kot stimmen würde, würde nicht ein einziger Fisch aus Japan nach Deutschland kommen, weil jeder Züchter, den ich kenne in Japan, arbeitet genau mit Filtersystemen, die auf dieses System aufbauen. Irgendwo sind Sedimentationskammern, sind Bürsten, sind Matten, wo der Kot mal für 2, 4, 6, 8 Wochen gesammelt wird, bis die Anlage wieder gespült wird. Also die Argumentation ist für mich schlicht und ergreifend nicht haltbar. Was aber Fakt ist, dass man hier mit einer Menge an Chemie und an Medikamenten gearbeitet hat, von der ich mir sicher bin,
dass es kein Koi aushält. Im Übrigen wurde letztes Jahr auch noch das nächste Lieblingsmedikament von mir eingesetzt. Da wurde der Bestand noch mit Chlordioxid behandelt. Ja? Und wie mir der Besitzer gesagt hat, bei dem Alparex war es, glaube ich, dass mir wirklich nichts sagt, da hätten die Fische auch richtig dumm getan. Also die sind rumgeschwommen und rumgesprungen wie der Teufel. Er hat dann noch gedacht, naja, wenn die Fische eine Reaktion zeigen, dann muss es ja auch noch helfen. Ja, das kommt ja dann noch hinzu. Wir sind ja alles Laien. Wissen Sie denn, wie das Verhalten ist, wenn Sie das oder das oder das oder das Medikament einsetzen? Ich will hier nicht Alparex verunglimpfen. Das ist sicherlich, nee, das ist ganz sicher ein zugelassenes Medikament für bestimmte Fische. Und da wird es auch wunderbar funktionieren, wenn die Dosierung, wenn alles passt. Ja? Aber vielleicht, wenn die Fische vorher schon austherapiert sind und so wie die Kundin gesagt hat, wenn da schon überhaupt gar keine Schleimhaut mehr auf den Fischen war, wissen wir denn, wie die Toxizität eines solchen Medikaments plötzlich steigt, wenn die Fische vorher 4 Wochen an der physiologischen Grenze, was den Salzgehalt angeht, geschwommen sind. Also Sie sehen, das ist alles eine hochkomplexe Scheiße. Es ist widersprüchlich. Und am Ende des Tages haben es hier bislang 18 Jumbo-Koi mit ihrem Leben bezahlt. Und darum will ich Sie an dieser Stelle wirklich mahnen. Wenn Sie auch einen Tierarzt haben, der immer nur behandeln, 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 behandeln will, schicken Sie ihn weg. Schicken Sie ihn bitte weg und suchen Sie einen anderen. Ich kenne viele, viele, viele Tierärzte, aber nur wenige, die genau so agieren. Die meisten suchen den goldenen Mittelweg. Man versucht erstmal mit Umweltverbesserung, man macht mal einen Abstrich, man versucht dann eine Parasitenbehandlung zu machen, aber man geht nicht mit dem Knüppel da drauf los. Und die klassischen 3 Knüppel, kann ich Ihnen sagen, per Essigsäure, Salz an die physiologische Grenze und dann noch Chlordioxid. Diese 3 Dinge würde ich meinen Koi persönlich niemals antun. Und ich sage Ihnen hier und jetzt, ich habe in den letzten Jahren nicht ein einziges Mal eine Antibiotikaspritze in der Hand gehabt. Und warum? Das können Sie sich denken. Da richten Sie am Ende in sehr vielen Fällen sehr viel mehr Schaden an am Gesamtsystem, als dass Sie jetzt dem einzelnen Fisch damit wirklich, wirklich helfen können. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Aber da, wo Antibiotika gebraucht wird, ich verspreche Ihnen, es ist wirklich die Ausnahme. Also versuchen Sie nicht alles das, was man Ihnen erzählt, auch wenn es von vermeintlich fundierter fachlicher Seite kommt, für bare Münze zu nehmen, sondern, wie sagt man in der Medizin so schön, vielleicht mal eine Zweitmeinung einholen. Vielleicht einfach mal einen anderen Tierarzt anrufen. Und wenn Sie dann plötzlich 2 Meinungen haben, die konträr gehen, dann fragen Sie vielleicht nochmal einen dritten. Und dann können Sie immer noch gucken, wo ist die größere Schnittmenge, was machen Sie. Übrigens ist das in ganz kurzer Zeit der 3. Teich, der jetzt komplett ausstirbt. Also zur Zeit, was mich in letzter Zeit Hiobsbotschaften erreicht haben. Ein Kunde, auch im Blog schon gezeigt, wer ist auch völlig egal, ein toller Bestand. Ich weiß jetzt die Zahl, glaube ich, 40, 50 Jumbo-Koi, alle tot, mausetot. Die wurden wegen dem Teichumbau, wurden die umgesetzt in ein anderes Becken. Da war die Pumpe am Boden. Und in der ersten Nacht, wo sie umgesetzt waren, ist ein Kugelhahn geplatzt. Wie auch immer das passieren kann, auch alle Fische tot. Haben mich letzte Woche am Gardasee beim Radfahren die Bilder erreicht. Und dann heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, ich bin ein paar Kilometer weg von zu Hause, hat mich meine Frau angerufen, hat mir von einem lieben Kunden erzählt, der, ich weiß, ich habe es nicht ganz verstanden, wie es passiert ist, aber auch ein Teich, der im Block schon war, wo wir ganz viel geblockt haben, der hat irgendwie eine Abdeckung drüber gemacht und dann ist ein schweres Gewitter gekommen, ein Blitzschlag, Blitzeinschlag, Strom komplett ausgefallen. Und durch das, dass die Temperatur hoch war und dass der Teich komplett abgegrenzt war gegenüber oder nahezu komplett abgedichtet war gegenüber dem atmosphärischen Sauerstoff, sind die Fische auch alle verendet. Ja, also Sie sehen, wir haben jetzt 3, 4 Teiche, die im Block waren und so viele Teiche waren es noch gar nicht, wo es überall mal zum Komplettausfall gekommen ist. Wir haben sogar noch einen 5., da gab es mal vor Jahren einen Säuresturz. Und wenn man mal sieht, dann ist das doch ein recht hoher Prozentsatz. Also man sollte auf die Tiere wirklich aufpassen, dass es eigentlich wirklich selber irgendwann mal hart trifft. Und das ist auch der Grund, warum ich hier den Block so schonungslos und gnadenlos aufzeichne und Ihnen auch ganz ehrlich meine Meinung dazu mitteile. Hier, das sind die 2, die heute gestorben sind. Schauen Sie sich das an, ein wunderschönes Glashaus. Hier ist alles ordentlich und sauber. Aber am Ende soll der Kunde mit seinen Schmutzecken im Filter, mit seinem unmöglich gepflegten Filter schuld sein.
Hier unten liegt noch ein Akamatsu-Bar. Der atmet schon seit 4 Tagen schwer. Der Showa hier im Eck wird es nicht packen. Der Naizu Shiromuchi wird es wahrscheinlich auch nicht packen. Der Koyo von uns ist kurz vor Ende. Und der Kunde hat mir vorher gesagt, welche Fische es alles treffen wird. Also man hat hier wirklich alles getan, um den Fischen ein wohliges, ein tolles Zuhause zu geben. Und am Schluss hieß es sogar der Rieselfilter, weil da Schmutz drin sei, Schmutzecken. Der Rieselfilter würde die Fische töten. Also ganz ehrlich, sollen wir die Koi so langsam im OP schwimmen lassen? Vollkommener Humbug. Ansonsten eine tolle Gartenanlage, die aber jetzt wirklich vollständig im Hintergrund ist. Meiner Meinung nach wurde hier völlig unsachgemäß und unangemessen mit Medikamenten und Chemie in netter Abwechslung hantiert, auch im Hinblick darauf, dass man bei vielen dieser Medikamenten weder 100% etwas über die Wirkung weiß, noch über die Wechselwirkung. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Aber wie gesagt, ich halte mich da vollumfänglich raus. Ich halte mich da vollumfänglich zurück. Ich werde, egal wer mich fragt, wie ich es eingangs gesagt habe, niemand sagen, um wen es sich hierbei dreht. Aber derjenige sollte sich wirklich das alles mal anschauen und wirklich mal auch seine Idee der Schmutzecken und der bakteriellen Erkrankung hinterfragen. Und ich sage Ihnen immer noch, auch in diese Anlage wurde kein Fisch hinzugesetzt. Das Drama hat seinen Lauf genommen, weil der sehr fürsorgliche Liebhaber, Koi-Liebhaber hier, ein Koi, der im Winter ein bisschen eine rote Stelle am Maul hatte, dem wollte er helfen lassen. Und jetzt ist er an allem schuld, an allen toten Fischen. Das ist, ja, mir fehlen da die Worte. So. Toi, 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 passen Sie auf Ihre Fische auf, lassen Sie sich im Zweifel eine Zweitmeinung einholen. Hier sehen wir noch die Filteranlage, hier sind die Steuerungen, Blue Ego Pumpen, Smart Pond Filter. Man arbeitet sogar mit reinem Sauerstoff, man hat Teichüberwachung. Sehen Sie, hier ist alles picobello, hier sind die Biofilter, hinten noch ein Beatfilter. Aber wenn man was finden will, dann findet man immer was. Aber am Ende heißt es immer, vor Gericht wird der harte Beweis zählen und nicht irgendwelche Mutmaßungen, dass man heute versucht, dem Kunde irgendwas unterzuschieben. Passen Sie auf Ihre Fische auf und lassen Sie sich nicht allzu schnell ins Boxhorn jagen, nur weil mit akademischen Titeln hantiert wird.